Hallo und herzlich willkommen zum neuen Film auf Benedikts Drechselstube. Und heute beim Osterspecial zeige ich euch mal, wie ich hier diese drei verschiedenen Ostereier hier drechsel. Also wenn du wissen willst, welche Holzarten das sind und wie vor allem die Ostereier entstehen, dann bleibt auf jeden Fall dran. So, heute habe ich einmal hier ein Stück schönes Rubinholz. Dann hier noch ein Stück von der Schwarznuss. Und hier einmal Red-Heart Holz. Das soll auch ein sehr schönes Holz sein. Habe ich selber noch nie verdrechselt. Und aus diesen dreien werde ich dann mal drei verschieden große Ostereier drechseln. Einmal hier ein relativ großes. Dann hier ein ziemlich kleines und hier nochmal so ein mittleres. Und dann werde ich jetzt erstmal die Hölzer zusägen. Und jetzt werde ich das Ganze mit meinem Drechselwachs mal empolieren. Dies ist aber jetzt noch nicht ganz fertig poliert, sondern das Wachs, das muss aber eben antrocknen, damit das Balsam-Terpentinöl daraus verdunstet. Und dann kann man die feste Lackschicht noch einmal richtig aufpolieren. Das hier unten, das werde ich gleich nochmal eben schleifen. Dazu spanne ich mir dann hier einfach so einen Schleifteller an meinen Schraubstock. Und jetzt kommt dann noch ein bisschen Drechselwachs drauf. Dann werde ich jetzt hier mit dem Rubinienstück nochmal eben weitermachen. Das Ganze drechsel ich dann hier mal zwischen den Spitzen in der Drehbank. Da spanne ich mir dann hier den Vierzackmitnehmer hier so ein. Als Oberflächenbehandlung nutze ich dann jetzt hier wieder mein Drechselwachs.
Dann spanne ich mir hier noch diesen Schleifteller ein. Und dann schleife ich hier nochmal eben den Sägeschnitt. Und dann kommt hier noch ein bisschen von dem Drechselwachs wieder an. So, jetzt als nächstes werde ich dann nochmal das kleine Osterei drechseln. Das werde ich dann wieder wie die anderen machen. Also erstmal rund drechseln und dann diese Eierform drechseln. Und damit ist auch das dritte Osterei mal fertig. So, das war's dann mal mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Dann euch noch frohe Ostern und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!